Die Aufgaben 22 und 23 des Selbsttests beschäftigen sich mit Mengen und die Aufgabe 24 ist eine einfache Aufgabe zum Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten. Bei den Mengen ist es so, dass wir insgesamt, wenn wir die Aufgabe 22 erstmal nehmen, dann haben wir 200 Studierende insgesamt. Das heißt, wenn wir hier außen mal so ein Insgesamt drumherum machen, dann sind da 200 drin. Das heißt, insgesamt haben wir auf jeden Fall mal 200 Personen. 100 gehen gerne in die Mathematikvorlesung. Wenn wir das hier mal als Mathe bezeichnen, dann sind das 100. Ich schreibe das ganz bewusst so ein bisschen in die Mitte, weil das natürlich der gesamte gelbe Kreis ist. 80 finden Statistik toll. Wenn wir das jetzt hier als andere als Statistik nehmen, dann haben wir hier insgesamt 80. Und dann haben wir welche, 70, dass sie weder die eine noch die andere gerne besuchen. Das heißt, wir haben hier außen 70. Das heißt letztendlich, wenn wir hier von den 270 abziehen, dann haben wir die Anzahl der Personen, die in dem orangen und lila Kreis zusammen drin stecken. Das heißt also, wir haben jetzt hier 130 Personen. Das heißt, die, die Mathe mögen, die 100, und die 80, die Statistik mögen, sollen eigentlich auch 130 sein. Es sind aber 180. Also folgt daraus, wir haben hier in diesem Mittelteil 50 Personen, die letztendlich beides mögen. Denn wenn wir die 50 wieder abziehen, sind wir auch bei 130. So, das war die erste Aufgabe zu Mengen. Bei der zweiten Aufgabe geht es um Kaffee und Tee. Wir haben jetzt nicht nur zwei, sondern drei Mengen. Aber im Grunde geht es ganz genauso. Wir haben insgesamt 90 und wir wollen ja wissen, wie viele Personen keins der Getränke gern trinken. Also ziehen wir erstmal von den 90 das ab, was Kaffee trinkt. Das sind 60. Dann ziehen wir noch ab, die Tee trinken. 50. Und die, die Milch trinken. Dabei haben wir natürlich die doppelt gezählt, die sowohl gerne Kaffee und Tee trinken, also die, die in diesen beiden Mengen zusammen sind. Dann die, die gerne Kaffee und Milch trinken, also die beiden Gruppen zusammen sind. Das heißt, da haben wir 25. Und dann haben wir noch die, die gerne Tee mit Milch trinken. Das sind 20. Jetzt haben wir aber, wenn wir nur mal hier diese Gruppe betrachten, das hier rausgenommen, also das reingetan,
und das reingetan. Das könnte zum Beispiel das hier sein. Und das hier sein. Und dann haben wir die gemischte Menge rausgenommen. Einmal. Dieses Rausnehmen machen wir aber dreimal. Nämlich sowohl auch noch für den als auch für den. Das heißt, dieses Mittelstück wird dreimal rausgenommen und für jeden Kreis, jeden großen Kreis, haben wir es auch dreimal reingetan. Also müssen wir jetzt am Schluss noch alle die dazu rechnen, die alles gerne wieder mögen. Also noch plus 15. Und wenn man das dann ausrechnet, dann kommt man auf die gesuchten 5 Personen, die gar nichts von den 3 Dingen mögen. Das war ein ganz klein wenig was zu Mengen. Eine ganz einfache Aufgabe zu Wahrscheinlichkeiten ist die mit dem Sonne und dem Regen. Wir haben heute Donnerstag. Das ist heute. Und nach Aussage soll es regnen. Ich nehme mal R für Regen. Regnet es, so fällt mit 60%iger Wahrscheinlichkeit, also mit der Wahrscheinlichkeit 0,6, was auch 60% entspricht, wieder Regen. Wenn es mit 60% regnet, dann ist es einfach und schreibt mit 40% die Sonne. Und wir wissen, wenn es regnet, regnet es wieder mit 60% und mit 40% scheint die Sonne. So, aber nach der Sonne scheint mit 80%iger Wahrscheinlichkeit die Sonne und mit 20%iger Wahrscheinlichkeit regnet es dann wieder. Das heißt also, wenn wir jetzt hier uns das angucken, dann haben wir hier den Freitag und hier den Samstag. Das heißt also, unsere Antwort letztendlich, am Samstag scheint die Sonne, ist sowohl hier als auch hier enthalten. Und hier muss man jetzt sagen, okay, erst scheint die Sonne mit 40%iger Wahrscheinlichkeit und dann mit 80. Das heißt, die Gesamtwahrscheinlichkeit ist 0,4 mal 0,8. Und hier ist die Gesamtwahrscheinlichkeit 0,6 mal 0,4. Analog dazu. Und diese beiden Wahrscheinlichkeiten, weil es ist hier kann ja das sein oder das sein, die werden dann insgesamt addiert. Und man kommt auf eine Gesamtwahrscheinlichkeit von 0,65, also 56% wieder analog. Das heißt also, in so Bäumen gibt es 2 Regeln. Einmal die Pfadregel in diese Richtung hier wird multipliziert. Das ist die Pfadregel 1. Und dann haben wir noch eine zweite Pfadregel, die sagt, wenn ich fertige Ergebnisse zusammenfassen will, dann wird addiert. Man kann das auch ein bisschen anders noch sehen. Multiplikation heißt, es muss sowohl das eintreten als auch das eintreten, dann haben wir ein fertiges Ergebnis. Wenn entweder dieses eintreten kann oder dieses eintreten kann, beides ist ja, kann ja möglich sein, dann scheint ja die Sonne, dann wird addiert.